Einen schönen guten Tag, hallo. So, wir sind bei der PGS. Vor der Piratenbasis. Wir sind übrigens karg. Die habe ich gerade nebenbei nochmal aufgedeckt. Schön. Also gut zu wissen, dass hier die karg sind. Ist übrigens ein gesamter PGS-Sektor, ja? Mal so nebenbei erwähnt. Gut, wir sollen Datendecks finden. Naja, dann auf zum Atem. So, der Amigo hat mir gesagt, ich könnte auch eventuell mit EMP-Bomben welche erzeugen. Aber ich hoffe, dass wir das nicht machen müssen. Also, Problem ist, ich habe keine EMP-Bomben. Hallo? Ah, da haben wir doch schon mal das erste Datendeck. Also das erste. Ich hoffe, dass eins reicht. Hier spricht Dal. Wir erhalten Daten vom Computer vor. Gute Arbeit. Jetzt bringen Sie sich in Sicherheit. Okay, machen wir. Was ist denn hier los? Falke, Angreifer. PGS. Ja, gut, die sind ein bisschen sauer jetzt natürlich. Verstehe ich. Ach Gott, ich bringe mich in Sicherheit. So, ansonsten habe ich noch den Manager auf unsere Verteidigungsstation gebracht. Hier spricht Reen. Der Pack. Beschleuniger. Stiller Zeuge. 11. Ich schicke Ihnen die Informationen über die benötigten Sachen. Aber Fernzünder, Sicherheitsbehälter, instabiler Kristall. Scheiße, jetzt brauche ich Acquired. Ich habe sogar eine Raumanflugbombe. Aber das ist noch nicht alles. So, was braucht ihr? Ach du Scheiße. PGS, ja, wir sind ja... Oh, wir haben nur 4 Stunden Zeit dafür. Wir hätten. So, hier müssen wir nur noch Nahrung abliefern und dann sind wir auch durch. Ja, also in die Offensive können wir auf inaktiv setzen. Das werden wir jetzt nicht mehr schaffen. Freie Familien. Ist erstaunlich, dass die Karg mich gar nicht angreifen. Ansonsten, ich habe eigentlich den Callisto-Verteidiger. Der hat ganz, ganz wenig Laderaum nur. Dem hier zugeordnet. Der wird ja auch nicht mehr angezeigt. Flieg mal bitte hier hin. Und dann, genau, Händler. Du sollst... Ja gut, Händler in Anführungsstrichen. Du kannst natürlich nicht handeln. Achso, ich kann ihn natürlich auch andocken lassen. Dann können wir uns nämlich den Zwischenschritt sparen. Die geometrische Eule verteidigt hier immer noch. Ist nicht wirklich wichtig, aber... Naja, ne? Falls hier mal das Hauptquartier angegriffen werden sollte. Ansonsten... Genau, der Händler... Den habe ich jetzt schon mal 1, 2 Aufträge gegeben. Damit hier ein paar Sachen dazukommen. Nämlich Hüllenteile. Das hat mich gerade auch schon verwirrt. Ich konnte nur 819 verkaufen, obwohl mehr gebraucht werden. Bei der anderen Station ist das nämlich ähnlich. Naja gut, wir werden erstmal ein paar Hüllenteile liefern. Boah, was mache ich denn jetzt? Flieg mal bitte an den freien Hafen. Vielleicht kann ich mir da irgendwie Teile für eine Bombe zusammenbauen. Erreiche stiller Zeuge. 11. Oh. Freihafen. Bin ich jetzt im Reisemodus? Jetzt. Ach, mal gucken, ob hier die benötigten Teile sind. Obwohl, wartet mal. Ich kann... Also den instabilen Kristall. Den kann ich mir schnell... Also schnell in Anführungsstrichen besorgen. Indem ich... Kristalle mine.
Da fliegen nämlich ab und zu mal instabile Kristalle raus. Alter, jetzt muss ich erstmal einen finden. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Sektor für Kristalle ist. Jetzt würde ich sogar mal die weißen nehmen. Hauptsache überhaupt Kristalle. Mal kurz anhalten. Gucken, ob es irgendwo blinkt. Da, ach nee, das war was Grünes. Das war irgendeine Navigations- oder Ressourcensonde. Es blinkt nicht. Das ist doch schade. Na gut, wir docken erstmal ganz kurz an. Wie gesagt, instabile Kristalle kriegt man relativ schnell. Ich soll einen Bombenwerfer beschaffen. Gut, einen Bombenwerfer kriegt man auch bei einem Händler. Den können wir nebenbei auch nochmal uns besorgen. Oh, stopp, anhalten, anhalten. So, sehr schnell. What? Ich kann ja hier nicht. Andockerlaubnis erteilt. Ach, da drüben. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch nicht auf diesen großen Flächen hier landen. Erfolgreich angedockt. Moreia. Moreia. So, wie sagt ein Bombenwerfer? Willkommen. Danke. Kriegen Willkommen. Wir relativ schnell. Kannst du was? Neuer Ingenieur. Ich klemme. So, Händlerbereich. Der Sinsa, Fluxkompensator, feine Mahlzeiten. Erste Hilfekästen. Jetzt. Ich kann nicht helfen. Bitte sehr. Stimmt, Verbände können wir mal löschen. Seltene Gewürze, komm, wir verkaufen auch mal, sei egal. Da ist ein instabiler Kristall. Also den Bombenwerfer müssen wir uns schon mal besorgen, für 192.000. Raumanzugs-EMP. Handlaser. Die müssen wir uns mal wieder besorgen. Die habe ich nämlich gerade ausgegeben. Ach, diese Entschlüsselungsdinger, scheiße. Und erweitertes Zielmodul. Ich wünsche eine gute Reise. Ich danke. Mal ganz kurz. Kann ich helfen? Bitte sehr. Gib mir mal einen Kristall, bitte. Ich wünsche eine gute Reise. Da. Ich brauche einen Fernzünder, Sicherheitsbehälter. Fernzünder habe ich gesehen. Sicherheitsbehälter weiß ich nicht. Kann ich helfen? Bitte sehr. Okay, fuck. Ich brauche einen Sicherheitsbehälter noch. Ich wünsche eine gute Reise. Einen Sicherheits... Ja, sehr schön. Mission abgeschlossen. Halbe Mille dazu bekommen. Also einen Sicherheitsbehälter brauche ich. Ach ne, hier oben. Nee. Raumanzugsbombe, ne? Ja. Also Sicherheitsbehälter. Puh. Wo holen wir uns den jetzt? So, du hast, glaube ich, noch ein, zwei Aufträge am Start, ne? Ja, du handelst noch. Sicherheitsbehälter. Schön, 200.000. Ach, jetzt wird er automatisch gespeichert. Sicherheitsbehälter.
Ich könnte Sicherheitscontainer knacken. Problem ist, ich weiß gerade nicht, wo einer ist. Also ich kann ja einmal scannen hier. In der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Sicherheitsbehälter finden. Krieg mal raus. Oh. Wo ist denn da hinten los? Okay, da hinten war Krieg auf jeden Fall. Ah, da ist der Beschleuniger. Scheiße. Kein Sicherheitsbehälter, ne? Nein. Wir fliegen mal kurz in den Sektor. Ich muss mal ein, zwei Stationen abklappern, in der Hoffnung, dass da vielleicht ein Sicherheitsbehälter zu kaufen ist. Sehr schön. Nochmal Knete. Erreiche stiller Zeuge. 1. Sicherheitsbehälter? No. Was ist das hier? Zerstöre Minen. Xenonjagd. Finde, fliege zu. Oh, oh Gott, stopp. Ah, Bomb. Illegale Waren auf Drohne entdeckt. Meinen die mich? Ich hoffe nicht. Kann ich den hier andocken? Hallo? Oh, stopp, stopp, stopp. Ah, ein Datenleck. Nee, ein Auftrag. Nee, war doch ein Datenleck. Okay. Da ist noch ein Datenleck. Sehr schön. Ich weiß aber nicht, was mir Datenlecks bringen, ehrlich gesagt. So ganz den Sinn habe ich davon noch nicht herausgefunden. Sag mal, wo kann ich den hier andocken? Ach, da hinten. Okay. So, da unten fliegt noch irgendein Transporter von uns. Na? Ich glaube, da war noch ein Datenleck rechts auf der Seite. Zumindest hat sich so angehört. Ah. Na? Das ist ein langes Verbindungsstück. Oh, das ist eine Mission. Ja, die juckt mich aber nicht. Nein. Ah. Und dann die Station. Undock-Erlaubnis erteilt. Erfolgreich angedockt. Ich brauche bitte. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Einen Sicherheitsbehälter. Ich weiß nicht, ob ich den hier kriege. Kann ich helfen? Bitte sehr. Nein! Nee. Viel Glück da draußen. Jo, danke. Moreia. Ach, ärgerlich, sag ich euch. Sehr, sehr ärgerlich. Gut, müssen wir hinten anstellen, die Mission. Hilft nichts. Auf inaktiv setzen. Fliege zu Hatikwas Entscheidung. Untersuche Hatikwal Politik. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Eingeschaltet. Und gucken, ob wir da vielleicht irgendeinen Fortschritt mal erreichen. Oh nein, jetzt macht er hier gleich wieder den Ding an. Findet sich. Scheiße. Ja, da müssen wir aber die Sachen alle abgeben. Sehen und Überfallgruppe P. Autopilot ausgeschaltet. E. Verschwinden Sie.
So, ich werde den mal angreifen. Ich weiß zwar nicht, ob ich hier eine Polizeilizenz habe, aber ist egal. Maskierung aktiviert. Nö. Ja, Maskierung können wir gleich ausmachen. Verdammtes Glück, dass du Autopilot eingeschaltet. Zu schnell warst für mich gerade. Ich weiß gar nicht, wo fliegt der hin? Halt mal an. Autopilot ausgeschaltet. Cerberus, Angreifer. E. Ah, er kommt zurück. Maskierung aktiviert. Bang! Naja, wir können ruhig weiterfliegen. So, Sicherheitscontainer. Sicherheitsbehälter, komm schon. Container. Mist. Container. Nein, leider die falschen. Sie haben es so gewollt. Hat mein Schiff Schaden erlitten? Ja, hat es. Moreia. Mein Schiff hat Schaden, das ist nicht gut. Ich muss mir jetzt unbedingt anschauen. Danke für Ihre Hilfe. Gerne. Ich muss mir unbedingt anschauen, wie ich das schnell ändern kann. Bitte mal anhalten. Also wie ich schnell hin und her wechseln kann. So. Na? Undock-Erlaubnis erteilt. Autopilot eingeschaltet. Gut, haben wir mal ein bisschen was Schönes für die Menschheit getan. Einen Xenon zerstört. Die Kark. Jetzt habe ich tatsächlich auch mal eine Erklärung, wo die Kark sind. Verteidigungsnest und eine Installation. Scheiße. Genau vor der Haustür. Maskierung erreiche System. Adäquats Entscheidung. Maskierung deaktiviert. Ja, ich habe auch noch einige Fraktionen, wo ich keinen guten Ruf habe. Das müssen wir auch nochmal ändern. Ich habe es bei den... Also bei denen hier, bei den... Bei welcher Fraktion habe ich denn jetzt ansehen? Ach, hier, bei denen. Bei den Hub. Heiligtum. Heißen die Heiligtum? Ach, ich vergesse mal, wie die heißen. Heiliger Orden des Pontifex, so rum. Da bin ich jetzt bei minus 6, also mit denen können wir jetzt auch handeln. Autopilot ausgeschaltet. Untersuche. Freie Liga von Hatikva hat Politik. Ich verstehe diese Mission einfach nicht. Also ich weiß nicht, was ich da machen soll. Es ist schwierig. So, neue Mission. Argonen gegen Xenon. Das könnten wir nochmal machen. Xenon-Station scannen und erforderliche Satelliten platzieren. Hochwertiger Einspritzinjektor kriegen wir dafür. Stationstechniker gesucht, Spezialisten an die Front. Was ist denn hier eigentlich mit der Forschung? Ach so, das geht ja nicht, weil die Dings erst noch gebaut werden muss. Okay. Lackierung, Föderationswimpel. Baue eine Militärbasis natürlich und Flotte zusammenstellen. Stationäre Verteidigung platzieren. Große Ressourcenvorkommen suchen. Xenon bedrohen Nahrungsmittelversorgung. Konstruktionsmaterialien. Stationstechniker, Spezialisten, Sektorverteidigung, stationäre Verteidigung, blinde Flecken schließen. Jagd auf Xenon-Schiff. Xenon-Geschützvorstoß. Damit kann ich halt auch gar nichts anfangen und ich kriege die Lackierungsmodifikation 42. Okay, hier muss ich
Ah ja, okay, also hier muss ich eigentlich was platzieren, Ressourcen suchen und dreimal handeln. Bauen, kämpfen, suchen und platzieren, das ist halt der einfache. Zwei Leute plus dreimal Verteidigung und so weiter platzieren. Ja, ich meine, das könnte man machen, ne? Was sieht man denn? Ach du Scheiße, dafür krieg ich 44.000? Ist aber auch nicht viel. Mehrere Teile für Ausrüstungsmodifikation. Kann ich eigentlich... Ach nein, ich kann ja noch keine Modifikation machen. Schaffe Naniten, Antriebssensoren, Waffen, Schadensdaten. Habe ich sowas nicht? So, die Seminare, stabile Kristalle, Schiffsnanogewebe, Einfache Waffenkammer. Schiffsnanogewebe, fortschrittlich. Oh, das scheint schon mal ganz gut zu sein. Xenon-Terranisches Implantat. Regulierer für geladene Partikel. Alter, was? Lackierungsmodifikation. Gelegenheit, Haut des Unternehmens. Aha. Modifikatoren. Für Waffen habe ich einige. Stimmt, weil ich das schon erforscht habe. Einfache Waffenmodifikation. Da, Modifikation. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich docke mal ganz kurz an die Verteidigungsstation. Antimateriewandlerfabrik. Was? Nee, da will ich hin. Ihr habt da bestimmt noch eine Schiffsmodifikation, oder? Einmal kurz andocken. Andockerlaubnis erteilt. Ansonsten muss ich mal... angedockt. Jo, ansonsten muss ich mal zu einer Schiffswerft. Willkommen. Au, au. Habt ihr sowas? Ihr habt sowas natürlich nicht. Oh, ärgerlich. Ich klemme. Schade. Ja, muss ich an der Schiffswerft andocken. Kann ich helfen? Bitte sehr. Nadelverbände, Bombenwerfer. Nee, auf der hat nicht das, was ich suche. Auf Wiedersehen. Tschüss. Moreia. Nicht schön. Gar nicht schön. So, der Geier handelt. Das freut mich. Hier müssten jetzt also auch die ersten... Geh doch mal weg. Ja, sehr schön. Höhlenteile sind alle da. Computronik-Substrat. Ist das Einzige, was noch fehlt? Und dann hätten wir alles. Oh, anscheinend. Ich weiß nicht, was das hier für Striche sind. Ja, aber es sieht gut aus. Bei der anderen Fabrik. Es gibt bestimmt auch eine einfache Möglichkeit, wie ich hier hin und her springen kann. Ich weiß sie bloß noch nicht. Ja, hier fehlen Hüllenteile. Und hier fehlt Silikonkarbid. Ah ja, so. Computronik-Substrat 210. Dann besorgen wir uns doch nochmal diese Alter 9000. Alter. 8000. Wow. 210. Alter, ich kann nur 97 mitnehmen. Alter, nee. Also ja, irgendwann, aber fehlt hier noch Silikonkarbid 477. Wie
erwarte Befehle. Packgrüne Schuppe sind doch meine Freunde. Warum werden die rot angezeigt? Also die greifen hier irgendjemanden an. Argon, PGS. Aber PGS sind doch eigentlich meine Freunde. Warum machen die gerade so einen Stress? Silikonkarbid gibt's auch nur hier am Arsch der Heide. Ja gut, okay, das wird auch noch eine Weile dauern, bis ich das alles habe. Was machst du hier? Automatischer Handel. Aha, okay. Cool. Na gut, dann handel mal da oben. So, die Station, wie sieht's hier aus? Ach, sehr schön. Methan ist voll. Graphenproduktion ist immer noch nicht fertig. Warum ist denn die Graphenproduktion noch nicht fertig? Oh, hier fehlt's aber auch an allem. Ah, da fehlt's an allem. Okay. Also, die ist im Bau, die ist im Bau. Die ist im Ausbau und... Das Hauptquartier muss auch noch bebaut werden. Nee, ist schon. Oh, ist schon fertig gebaut. Schön. Also es fehlen noch 244. Das macht einfach keinen Sinn. Wo ist denn der Händler? Pass mal auf. Transferieren mit Baulager. Scheiße. Und transferieren mit Hauptquartier. Ja, so geht's. Okay, transferieren mit Baulager. Dann müssen wir das jetzt hier zwei, dreimal machen. Transferieren mit Hauptquartier. Zack. Sehr schön. Ach du heilige Scheiße. Ja, gut. Ich würde mir wünschen, dass er nicht immer wieder ablegen muss dafür, aber ich glaube, er muss es machen. So, transferieren mit Baulager. Transferieren mit Hauptquartier. Transferieren mit Baulager. Transferieren mit Hauptquartier. So, dann haben wir es endlich geschafft. Letzten 13. 13 rüber. Und da brauche ich 244 Energiezellen. Die kann ich mir aber von meiner eigenen Station holen. Ach, scheiß drauf. So viel wie möglich, weil wir werden eh... immer wieder Energiezellen brauchen. So. Dann kann der entspannt hin und her handeln. Und dann dürfen wir endlich mal mit der Teleportation beginnen. So. Das freut mir. Tja, ansonsten werde ich erstmal wieder ein bisschen offscreen weiterspielen. Solange bis ich so einen Sicherheitscontainer habe. Und anschließend werden wir uns dann wieder mit den Hattigwas beschäftigen. Sabotiere Lieferung. Na gut, da muss ich wahrscheinlich irgendwas angreifen. Also ich brauche noch die zweite Raumanzugsbombe. Und dann können wir die Lieferung sabotieren. Ja, that's the plan. Und bis dahin sage ich ciao, tschüss und auf Wiedersehen. Und ich werde vielleicht mal ein bisschen bei den... Fraktionen umherstreifen. Freie Familien würden mich interessieren, aber auch die Zyad würden mich interessieren. Sehr geehrter Besucher, wir haben derzeit Schwankungen in unserem Energiesystem.
Wir bitten Sie, eventuelle Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Jo. Ja, vielleicht... Ich flieg mal hier hin. Eventuell werden wir uns auch noch einen weiteren Sektor unter den Nagel reißen. Autopilot eingeschaltet. Ja, der macht aber nichts. Autopilot eingeschaltet. Nämlich den Ketzers Untergangssektor. Der würde mich auch interessieren. PGS Hattik war also auch im Piratensektor. Maskierung aktiv. Erreiche System. Morgenstern. Ja, naja. Ich, wie gesagt, guck mir das mal an. Ketzers Untergang würde mich schon mal interessieren. Vielleicht bauen wir da nochmal eine Verteidigungsstation. So. Achso. So, dass wir da unseren dritten Sektor hätten. Einfach nur schon mal provisorisch. Ne? Weil der ist vom Standort her super geil. Hier hast du halt ganz, ganz viele Sektoren in der Nähe, mit denen du handeln kannst. Ja, das wäre schon super, super Sektor. Und es ist halt kein Xenon-Sektor in der Nähe. Also, bei dem hier erst recht nicht. Also, außer Markierung deaktiviert. Dass die Kark direkt in dem Sektor mit drin sind. Aber... Erreiche System. Ketzers Untergang. Das wusste ja vorher auch keiner, ne? Scheiße, hier sind auch Xenon. Ja, naja, gut, okay. Ich mache wie gesagt offscreen weiter und ich verabscheue mich bis morgen zur nächsten Folge X4. Haut rein.